Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier Produkte von New Craft Day. Tüte. Kann weg. Was war das denn? Hier vorne ist ein Bild runtergefallen und hier hinten hat die Tüte fast die Lampe umgeschmissen. Oh, läuft bei mir heute wieder, Leute. Läuft. Ich komme noch in Teufelsküche mit dieser Tütenwegschmeißerei. Ich muss jetzt erstmal das Bild wieder aufheben. Da ist es. Dann beginne ich einfach mal damit, bevor es wieder abhanden kommt. Leute, ich habe so ein kleines Bild bestellt. Hat mir irgendwie gefallen. Fand es ganz süß. Wollte es mir mal angucken. Also das war jetzt wieder abenteuerlich hier. Oh, das ist süß. Ah, oh, das ist eine Meise. Ich bin die neue Vogelfrau. Ja, Toolkit ist mit dabei. Kleine Tütchen, aber es ist auch ein kleines Bild. 30x30 cm, 21 Farben hat es. Ist ein Frühlingsbild, ne? Ich bereite mich schon mal vor. Ich habe auch letztens Osterkarten gepaintet. Man kann nicht früh genug sein. Felderübergreifender Druck finde ich jetzt so lala. Aber ich finde es süß. Guckt mal. Sind das Kirschblüten oder Apfelblüten? I don't know. Aber auf jeden Fall ist das eine super schöne Meise. Ach, sehr niedlich. Wirklich super cute. Man kann auch alles super gut erkennen. Ja, das kann schön werden auf jeden Fall. Das war Bild Nummer 1. Dann habe ich Karten bestellt. Super schöne Weihnachtskarten. Und zwei sowas hier. Und das eine ist nochmal extra eingepackt. Ich weiß aber gar nicht, warum. Kommen wir erstmal zu den Weihnachtskarten. Und ich sehe schon, da sind auch Sondersteinchen mit dabei. Also solche besonderen Formen. Das sind nämlich Strasssteine. Und hier haben wir solche besonderen Formen. Solche, ja, Schiffchenformen. Ellipsen. Schiffchen. Und dann haben wir noch große rote Kreise. Oh mein Gott. Ich glaube aber, das war's. Toolkit. Oh, so süß. Leute, ich zeige euch gleich. Sorry. Hier sind noch Briefumschläge. Weiße. Oh, die sind schön hier. Die mag ich. Dann reißt man sich nicht alles kaputt, wenn man das öffnet. Das ist schön. Die gefallen mir. Wohin damit? Stitch. Ah, so niedlich, Leute. Weihnachtsstitch. Das ist ja... Oh, wie schön. Das sind verschiedene. Ich dachte, das wären nur Weihnachtskarten. Nein, gar nicht. Augen auf beim Eierkauf. Ah, das freut mich jetzt aber. Weil ich habe ja schon so viele Weihnachtskarten. Das ist auf jeden Fall, ja, weihnachtlich. Super niedlich. Hier hinten, Merry Christmas. Und jetzt gucken wir mal rein. Oh, das ist auch schön. Gefällt mir. Oh, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Weil hier haben wir eine Geburtstagskarte. Ich habe schon vermutet, Leute, dass das hier nicht hinhaut. Okay, es ist wieder ein Auf und Ab. Merkt ihr es? Es ist wirklich... Ich krieg Puls. Nein, ja, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Happy Birthday, das wäre mega gewesen. Ja. Happy Birthday, Jesus. Oder wie machen wir es jetzt? Ah, das ist nicht so gut gelaufen, ne? Das ist nix. Schwierig. Bisschen schwierig, die Kombination. Na gut, wenn jemand um die Weihnachtszeit Geburtstag hat, go for it. Aber, oh, was ist das? Naja. Ja, Happy Birthday, Jesus. Einer hat auf jeden Fall an Weihnachten Geburtstag. Weiß ich nicht. Ja, also wenn jemand im Dezember...
so kurz vor Weihnachten, nach Weihnachten, Geburtstag hat, kann man es machen, aber ich finde es jetzt nicht ganz so gut. Egal, also das Bild ist auf jeden Fall süß, könnte man hier abtrennen und das dann einfach als gepaintetes Bild nehmen, einrahmen, überkleben. Ja, wisst ihr Bescheid. Bisschen Fail. Dann noch eine Weihnachtskarte, da passt es dann wieder. Gott. Oh. Ah, Hilfe, warum habe ich immer sowas? Aber gut, wenn ich es habe, dann ne, wisst ihr Bescheid, dann, was euch erwartet. Okay, also zwei Karten. Vielleicht kennt man ja zwei Leute, die dann eben genau um die Weihnachtszeit Geburtstag haben. Dann hat man gleich alles in einem Wisch. Schmeiß fort. Genau, hat man es gleich in einem Wisch erledigt. Da muss man sich nur einmal melden. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall schön und das passt auch. Das ist ja weihnachtlich. Da haut's hin. Und das hier ist auch sehr niedlich. Ist auch weihnachtlich. Oh Mann, ey, ich habe mich jetzt schon gefreut, ne, aber habe schon vermutet, dass das nicht so hinhaut dann mit dem Druck. Man kann nicht alles haben, ne? Okay, nächstes. Tada! Ich weiß nicht mehr, was da drin ist. Mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall eine Sache, die ich noch bestellt habe, aber ich weiß nicht, ob das jetzt da drin ist. Da ist es drin. Ach, das ist so niedlich, Leute. Das ist so süß. Komm nicht klar. Oh, oh. Ah, doch. Das ist nämlich ein Kränzchen, ein Türhängerchen. Da ist die Kette dazu. Oh, das sind gemischte Steine. Wie schön. Da sind normale schwarze Steine. Ansonsten sind es Strasssteine. Und da sind Sterne mit drin. Seht ihr das? Oh, schön. Und dann noch so dicke Pink, ne? Ich hole das mal raus. Nein, es gibt noch mehr. Jetzt lohnt sich's. Ich hole es raus. So sieht's aus. Die sind normal. Und da, oh, die mag ich, ne? Dann die Sterne. Und diese Ellipsen, oh, die sind richtig schön, ne? Die schimmern. Oh, das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Ganz toll, gefällt mir richtig gut. Und das ist so niedlich, Leute. Pass auf. Oh, es ist so süß, ne? Mit diesem Weihnachtsstrumpf. Dann der kleine Dackel. Ich finde ihn so süß, ne? Oh, ist der lieb. Ich hätte ja schon gerne einen Dackel, aber mein Mann sagt nein. Der sagt zu allem nein, Leute. Womit habe ich das verdient? Ich habe ihn letztens gefragt, ob ich einen Esel kriege, hat auch nein gesagt. Ich fand es ein bisschen unverschämt. So ein Esel, der bereichert einen doch. Stellt euch das mal vor, das wäre so cool. Ein Esel. Naja, nix darf ich. Gar nichts. Ja. Aber, oh Gott, das ist schon niedlich. Da hänge ich mir halt an die Tür, wenn ich schon nicht darf. Das war jetzt auf jeden Fall das Türhängerchen. Und dann habe ich ja noch das Eingepackte. Zeige ich euch auch gleich. Ich packe jetzt erstmal hier wieder die Sachen ein, sonst wird hier alles durcheinander. Bin gespannt, was da drin ist. Und ich muss heute sehr viele Videos abdrehen, deswegen werde ich wie immer so aussehen. Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Aber ich habe heute für 3 Stunden Babysitter und deswegen muss ich jetzt Gas geben. Ne? Ich hatte ja schon diverse Probleme und ich werde dauernd angerufen. Weil dauernd irgendwas anderes ist heute. Ich hoffe, ich schaff's noch. Ein Video mache ich auf jeden Fall noch. Ich wollte eigentlich noch 2 Videos machen. Aber, oh, ich kann immer. Ja. Und morgen muss ich dann die Videos schneiden. Es geht los. Was ist das denn? Das habe ich bestellt. Das ist ja riesig. Was habe ich mir dabei gedacht? Noch gar nichts. Ja, mit Kette. Oh mein Gott, oh Gott, das ist ja sowas von schön. Oh Gott, ist
das schön. Das werde ich aber sowas von an die Tür hängen. Oh, das, ich nehme das. Oh, das finde ich. Oh, aber der Dackel ist auch so süß, ne? Oh, aber das, Leute, ist das schön, das ist so groß. Oh, das gefällt mir. Das sind die Steine dazu. Ich habe mir das nicht so groß vorgestellt. Das ist so groß, ich zeige es euch gleich. Oh mein Gott, mach doch. Silber, rot, goldgelb. Oha, die liebe ich. Oh mein Gott, das muss es sein. Das hänge ich hin. Nee, ich wechsle mich nicht ab, weil eins reicht. So lange ist Weihnachten ja auch wieder nicht. Ah, oh, ist das schön. Gott, heute. Ich glaube, es langt mit Videos, ne? Ich werde schon. Ihr merkt es, ne? Es wird schon bekloppt. Guckt mal. Oh, ist das schön mit dieser Tasse. Und das ist so groß. Guckt mal. Das ist riesig, das Ding. Das ist sowas von schön. Oh Gott, ist das schön. Das ist. Das holt euch das, Leute. Ich glaube, das war gar nicht so teuer. Ich meine, 13 Euro oder so. Ja, geht, ne? Relativ. Aber ich finde das sowas von schön. Oh, das ist so niedlich. Vor allem, weil das so schön groß ist. Und guckt mal. Oh, cool, ne? Das kann man sich dann auch ans Fenster hängen, weil das sieht auch von hinten schön aus. Ich finde es mega. Wenn man keinen Bock hat, das zu painten, Leute, hängt es einfach so rum hin. Wenn das nicht mal rechtzeitig schafft, merkt keiner. Wenn das an der Tür hängt, das sieht doch keiner. Für die Faulen. Für die vielbeschäftigten. So wie ich. Oh, das ist wirklich. Also, das ist super schön. Das ist mein Highlight und das hat das Video jetzt gut abgeschlossen. Mega. Das war's. Ich werde die Produkte in die Infobox setzen und verlinken, wenn ich es vergesse. Erinnert mich dran. Ich weiß, das sage ich immer und ich vergesse es auch immer. Ein paar Mal habe ich es auf jeden Fall hinbekommen. Ich gelobe Besserung. Das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.